Die Einspielphase bei den Bayerischen Einzelmeisterschaften im Tischtennis 2019 in Dillingen. Mit zwei der ganz, ganz großen Talente, beide noch U18. Mikey Hollow sogar U15 und da ist er, soweit ich weiß, die Nummer 1 in Europa und die Nummer 3 in der Welt. Und beim Einspielen mit Felix Wetzel am Tisch, einer der besten Jugendspieler Deutschlands, der Linkshänder. Papa hat eine Tischtennisschule. Der Papa von Mikey Hollow natürlich auch, Mr. Kolbermoor. Ehemaliger ungarischer Nationalspieler. Aber schon sehr lange in Deutschland. Am Nebentisch auch ein Top-Talent, deutsche Jugendnationalmannschaft, Franziska Schreiner, trainiert hier mit dem Papa, der übrigens dieses Jahr qualifiziert ist für die Bayerische, der spielt mit und spielt mit ihr gemischtes Doppel. Und hier kommt der Chef. Herr Grillmeier und der Cheffotograf, ja, ja, Nils Rack. Wo ist die Kamera? Also, das war der Präsident des Bayerischen Tischtennisverbands. Herr Grillmeier. Und der Topfotograf des BTTV, Nils Rack. Da werden die Schiedsrichter begrüßt. Mit das Wichtigste hier gleich von mir der Hinweis für alle, die da beim Schauen dieser Videos ein bisschen auf den Geschmack kommen. Ein toller Job, Tischtennis-Schiedsrichter. Da kann man es ganz schnell zum Bundesliga-Schiedsrichter bringen und dann einen Timo Boll oder einen Patrick Franziska spielen sehen. Und wie die Weltstars alle heißen, die in der ersten Bundesliga im Tischtennis unterwegs sind. Und wenn man es noch weiter schafft, dann ist man ja bei Europa- und Weltmeisterschaften immer in der ersten Reihe. Und das Ganze für einen guten Zweck, denn ohne Schiedsrichter geht ja gar nichts, auch im Tischtennis nicht. Und die suchen dringend Nachwuchs. Also, wenn ihr da was hört vom nächsten Schiedsrichterlehrgang, gleich anmelden, gleich dabei sein. Musste da ein bisschen kürzer treten wegen meiner Filmerei. Beides gleichzeitig geht immer nicht. Aber ich bin auch schon seit 1978 geprüfter Schiedsrichter und so ab und zu ziehe ich schon mein Schiedsrichter-T-Shirt nochmal an. Der Top-Favorit dieses Turniers nach dem Dennis Descartes vom TV Hildburghain zweite Bundesliga abgesagt hat, gemeldet war er in der Setzrangliste auf Platz 2 Marius Zaus. Spielvereinigung Feldrich spielt da im hinteren Parkplatz in der dritten Bundesliga und ist da sehr stark unterwegs. Muss man mal gucken, ob die Jungen ihm Paroli bieten können. Und zu den Jungen gehört ja auch er hier, Sebastian Hegenberger, einer der besten Jugendspieler Bayerns. Bei den letzten Bayerischen ist er leider etwas zu früh ausgeschieden. Fehlt ihm auch hier und da meines Erachtens ein bisschen die Konstanz.
hat manchmal super Ergebnisse und dann ist es eher durchwachsen. Am trainingseifrigsten, sie waren die allerersten in der Halle, Nico Longino, FC Bayern München, toller Spieler, hat eine grandiose bayerische Jugendmeisterschaft gespielt. Ich glaube sogar, er war es, der Sebastian Hegenberger aus dem Turnier geworfen hat. Aber bitte Vorsicht mit meinen ganzen Kommentaren. Der alte Mann mit seinen 67. Zu viele Namen. Und das Gedächtnis macht da nicht mehr ganz so mit, wie man sich das wünschen sollte. Dafür gibt es aber Google, dafür gibt es das Internet, da kann man alles nachgucken. Mal ein bisschen was von meinem Heimatverein. Zwei junge Damen. Vom CVJ Unterasbach, bei Zürndorf, bei Fürth, bei Nürnberg. Ronja Brückert vom CDR wäre die bessere der beiden. Und Vanessa Bartels. Ronja Brückert, ja ein Eigengewächs, hat das Tischtennis beim CVJ Unterasbach gelernt. Spielt aber, ich glaube, bei Greuther Fürth in der Damenmannschaft mittlerweile, weil der CVJ keine Damenmannschaft hat. Und Vanessa Bartel kommt von Edmundsdorf. Und sie spielt aber bei mir im Verein in der ersten Mannschaft mit den Jungs, also mit Ferdinand Kisslinger, Yannick Welsch, ihrem Lebensbereichsbegleiter, oder früher hat man gesagt Freund. Jochen Jahn. Ja, außen! Marc Jarosch. Auf 5 oder auf 4, ich weiß es nicht genau, spielt sie. Und Till Kisslinger, der zweite Kisslinger, der in dieses Team hineingerutscht ist, spielt, glaube ich, auf 5 oder 6. Es gibt noch einen dritten Kisslinger, der tritt mittlerweile etwas kürzer, weil er kürzlich Papa geworden ist. An dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch an das Elternpaar. Noch ein paar Bälle von Franziska Schreiner. Und dann werden wir uns hier ausklinken. Hinweis, alle Videos gibt es komplett ungeschnitten. Weil mir dazu einfach die Zeit fehlt, das noch nachzubearbeiten. Wenn Kommentare, dann gibt es die live direkt zur Aufnahme dazu gesprochen. Und da kann es dann schon mal passieren, dass sich da Fehler einschleichen. Bitte das zu entschuldigen. Unter anderem, weil ich auch immer mit einem Auge ein bisschen die andere Kamera beobachten muss. Die steht auf einem Stativ und gelegentlich in der Hektik schmeißt die dann mal jemand um.
und dann muss ich schauen, dass ich sie möglichst wieder in Schwung kriege. Immer in der Hoffnung, dass da nichts Großes kaputt gegangen ist. Und gelegentlich kommt es dann natürlich vor, wenn ich ein Spiel filme und es ist sehr spannend, dass ich entweder gar nicht merke, dass das andere Spiel mit der Stativkamera zu Ende ist oder gerade keine Zeit habe, den Film auszumachen. Und dann hat man das Ärgerliche, dass man ein Video auf YouTube sieht und es laufen noch 2, 3, 5 Minuten, obwohl das Spiel zu Ende ist. Das müsste alles mit einkalkulieren. Dafür kostet es ja nichts. So ganz nebenbei gehe ich davon aus, dass meine Freunde von Matchball TV wieder ein bisschen was zusammenschneiden. Best-of-Sequenzen, Rallyes. Die machen das sehr schön und sehr professionell. Drauf achten, wenn es euch interessiert, Bayerische Meisterschaften Dillingen. Auch auf dem Kanal von Matchball TV. Ich gehe davon aus, dass die da ein bisschen was machen. Alles andere auf Reinhard Steinbecher, Zuchwort Dillingen 2019. Viel Spaß!